Verstanden. Verstanden. Wir sind live, Got jetzt schon. Jetzt it. schon. Immer garantiert, wenn man denkt, okay, sind wir schon live, dann sind wir schon live. Genau. Hi, herzlich willkommen, Johannes, in meinem Podcast. Wie schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Ja, wir haben oder ich habe in meinem Podcast Herzwärts und Heilwärts in den letzten Folgen ganz viel über Verbindungen und über Herzensdinge gesprochen und ich habe irgendwie ganz lange gebraucht, um so die zweite Staffel zu starten. Ich habe so gesagt, letztes Jahr, vorletztes Jahr war so die erste Staffel, wo es einfach nur um mich ging. Die wichtigste Person in meiner Welt, ich. Und jetzt mit der zweiten Staffel habe ich beschlossen, ich möchte über Herzensdinge reden, aber ich war ganz lange einfach nicht bereit dafür so. Und jetzt, wo ich so die ersten Folgen so langsam ins Fließen gebracht habe, habe ich mir gedacht, ich brauche richtig coole Menschen, mit denen ich sprechen möchte. Und ich möchte richtig viel Mehrwert bieten. Und ja, einer der ersten, der mir eingefallen ist, warst du natürlich. Und ja, vielleicht sagen wir ganz kurz was zu Johannes, den ihr seht oder nicht seht, wenn ihr das hier im Podcast hört. Ich gebe euch einen Tipp, guckt es einfach auf YouTube, das Video. Es ist so viel cooler, Menschen zu sehen, in Menschen reinzufühlen, wenn du ein Bild dazu hast. Das macht einfach Spaß, mehr als das zu hören. Aber du kannst natürlich auch einfach weiter deinen Haushalt machen und Wäsche und uns einfach zu hören. Ha, Johannes, ich mache mal so ein kleines Intro. Der Johannes ist vor allem Männercoach, er ist vor allem Familienvater. Er ist im 3D Real Life, ist er Dolmetscher beruflich. Und wir kennen uns tatsächlich schon ein bisschen länger, seit 2020, 19, irgendwie Ende 19. Ja, sowas in der Richtung. Ja, und ich glaube über Homo Dea, bei Veit Lindau haben wir uns kennengelernt, richtig? Kann das sein? Ich glaube direkt über Facebook Teamliebe wahrscheinlich. Oh mein Gott, okay, wow. Oh, it's many things happened since then. Okay, wow. Also so herzlich willkommen. Wir werden heute über verschiedenste Dinge sprechen. In der Überschrift seht ihr schon oder im Titel seht ihr schon, dass wir uns versucht haben, selbst einen roten Faden zu geben, damit wir uns nicht völlig über 6 Stunden verquatschen. Wir werden starten einfach mit, ja, mit Grenzen und Bedürfnissen heute und wir sehen einfach, wohin es uns bringt. Vielleicht wird es eine Reihe, vielleicht reden wir danach nie wieder miteinander. Wer will es wissen? So, ich weiß es nicht. Ich wünsche uns auf jeden Fall richtig viel Freude. Johannes, magst du ein bisschen was über dich erzählen, über die Art, wie du lebst? Und wir hatten vorhin gesagt, ein geiler Entry wäre oder ist eine meiner Lieblingsfragen, was bedeutet Verbindung für dich in deinem Leben? Wow, ja, danke für die Frage, danke für die Einleitung und hallo zusammen. Ich freue mich hier zu sein und ein bisschen etwas aus meinem Leben teilen zu dürfen. Wer ich bin und wie ich dazu komme und wie ich Verbindung lebe. Ganz tiefe Fragen direkt am Anfang. Sehr schön. Svenja live. Ja, Svenja kann nicht anders. Svenja hasst Smalltalk. So. Also es interessiert mich einfach nicht, wie das Wetter bei dir ist. Tut mir leid. Same here, same here. Dafür sind wir hier zusammen. Genau. Ich habe einen Weg hinter mir zum, ich würde sagen, neuen Mann sein, zum modernen Mann sein. Und da steckt für mich alles mit drin. Ja, wenn ich mich selber erkenne, wer ich bin, dann kann ich ganz anders mit Menschen in Verbindung gehen und diese Verbindung aufbauen. Dadurch, dass ich meine Bedürfnisse kennengelernt habe, dadurch, dass ich weiß, wo meine Grenzen sind, dass ich das immer bewusster wahrnehme. Und das ist auch der Punkt, der wichtigste Punkt, den ich meinen Männern immer mitgebe, ist, kommt ins Fühlen. Ja? Weil ich sehe einfach immer wieder und habe das eben bei mir auch festgestellt, dass ich echt lange Zeit von meinen Gefühlen abgeschnitten war. Und zwar radikal. Also ich habe mir locker 15 Jahre verboten zu weinen. Ja? Und bin dann durch einen Initiationsprozess da dran gekommen und habe gemerkt, ich kratze aber erstmal an der Oberfläche. Das heißt, auch wenn wir Augenöffner haben, die Reise geht immer weiter. Und es ist einfach wunderschön, da tiefer einzusteigen, wobei es eben Mut braucht dafür. Es ist nicht so dieses so, hey, brauchst nur das machen und dann läuft dein Leben und dann bist du voll in Verbindung und in der Liebe und sonst was und hast die perfekten Beziehungen, sondern da gehört einfach die Arbeit an sich selber dazu. Und dafür muss ich Mut entwickeln.
Und das ist das, wobei ich die Männer unterstütze mit Perspektiven, um eben erstmal in die Verbindung zu sich selber zu kommen und dann sich mit ihrem Umfeld zu verbinden, die Beziehung im direkten Umfeld, in der Familie, zu Frau, Kindern, Familie, also Eltern auch, ne, gerade wichtiges Thema, weil da ja doch sehr, sehr viel herkommt, was wir an Grenzen oder Grenzenlosigkeit auch mitbekommen haben oder wie wir auch Verbindung leben, sind oft ja dysfunktionale Muster aus unserer Vergangenheit, aus dem, was wir aus dem Elternhaus mitbekommen haben. Und da reinzuschauen, das ist nicht unbedingt leicht, aber es lohnt sich. Es lohnt sich so sehr, weil ich bin mittlerweile so viel tiefer mit mir und mit meinem Herzen verbunden. Und auch da sind immer noch Momente, ne, wo ich mit meiner Intuition merke, so okay, da hat meine Intuition mir was gesagt und ich habe nicht drauf gehört. Ups. Genau, aber wenn ich das lebe und wenn ich mit mir verbunden bin, dann kann ich zu jedem Menschen eine Verbindung spüren. Und die kann dann unterschiedlich tief werden, je nachdem, wo der andere gerade steht. Ich kriege einen Spiegel und kann dann schauen, wie weit gehe ich damit in Verbindung? Wie weit passt das gerade mit mir und mit meinem Leben zusammen? Und mittlerweile merke ich einfach, dass ich Räume erschaffe durch die Verbindung zu mir selber, wo mein Gegenüber, und das ist egal, ob das jetzt eine Männergruppe ist, ja, ein Workshop ist mit mehreren Männern oder ob das ja, Männer im Einzel sind oder ob das eben auch Frauen sind, ja, wo ich auch ganz tiefe Verbindungen in meinem Leben habe und da sehr, sehr dankbar für bin, dass ich einen Raum erschaffe, wo das Gegenüber sich komplett angenommen fühlt, so wie es ist. Und diesen Raum, ich glaube, davon braucht es einfach viel, viel mehr in unserer Gesellschaft. Diese, hey, du bist so, wie du bist und das ist wundervoll. Du bist einfach so ein Geschenk. Und natürlich tragen wir alle einen Rucksack. Natürlich haben wir alle unsere Themen. Und gleichzeitig kann ich dadurch, dass ich einfach liebe, diesen Raum öffnen und sagen so, hey, ich nehme dich genau so an, wie du bist. Und dann schauen wir, wie unsere Verbindung daraus weitergeht, was daraus entsteht. Ob wir ein Stück Weges zusammengehen, ob wir uns einfach nur in 10 Minuten bereichern, ob wir mehrere Stunden miteinander haben oder ob wir wirklich ein paar Jahre miteinander verbringen. Das ist dann nebensächlich, weil die Intensität ist da und eine ganz tiefe Verbindung. Ja, fühle ich voll. Diesen Punkt von, es ist total egal, ob das nur für den Moment ist oder ob das für diesen Monat ist oder für dieses Jahr oder für das ganze Leben ist, es ist einfach nur nebensächlich. So, es ist kein Kriterium, anhand dessen ich entscheide, wie weit ich mein Herz öffne. So, das ist so ein krasser Heilungsweg, glaube ich, den ich jedem Menschen wünsche, das wirklich fühlen zu können, was Liebe wirklich ist, jenseits von Definition, jenseits von Kontrolle, von Planung, von Konzepten und Labels. Konzepte, ich liebe Konzepte und Labels. und gleichzeitig machen sie einfach viel mehr kaputt, als dass sie bringen. Kleine Anekdote, vielleicht so. Also mein Nervensystem rastet immer dann aus, wenn es etwas genannt wird. Also wenn wir es etwas als etwas benennen und definieren, so, dann kommt diese Schublade von, aha, jetzt sind wir also zusammen. Okay, so. Wenn du dann dich 2 Tage nicht meldest, so, wow, nicht cool. So, es kommt dieser ganze Shit, der sich aufgebaut hat, ne, über die, jeder von uns hat irgendwie 10, 20 Jahre Beziehung hinter sich, ganz zu schweigen von Familien-Shit irgendwie, was einfach getriggert wird durch bestimmte Dinge und zu erkennen, was das für Trigger sind, auf welche Bedürfnisse ich gerade treffe, so von mir, und das immer wieder so zu sich selbst zurückzuziehen und zu sagen, ach, guck mal, okay, hier fühle ich mich gerade einfach nur egal in deinem Leben, weil du nicht da bist, so, also energetisch, physisch völlig egal.
es ist meins, so, es ist immer meins. Und das passiert nicht, spannenderweise, wenn ich nichts labele. So, ich habe, ja, es ist so eine Reise, mega schön. Du hast eben gesagt, du hast ihm nicht erlaubt zu weinen. Hm. Ich mag da gar nicht irgendwie groß meine Meinung reingeben. Ich bin kein Mann, so ich. Ich liebe Wein als Frau mega doll. Ich fange dauernd ständig an zu weinen. Doch. Du als Frau auch. Schön. Ja. Und ich glaube, das ist für viele Männer mega wichtig, während es für viele Frauen ein totaler Abturner ist. Also, das wird mir so in der Polarity-Arbeit immer wieder klar, wie schön es sich, also wie gut und richtig es sich anfühlt, wenn ein Mann weinen kann und wie ich physisch merke, wie die Polarität wechselt, so. Wie ich dann in den maskulinen Pol wechseln muss, das nicht immer kann oder will, so, und dann den Raum auch nicht halte. So, großes Ding. Definitiv. Ja. Und deswegen bin ich da als Männercoach, weil ich sage, ja, genau dafür brauchen wir die Räume unter Männern, unter Brüdern. Das ist so unfassbar wichtig. Und fernab von auch wieder irgendwelchen Labels, sondern einfach als echte Bruderschaft, weil da kann ich mich dann öffnen, da kann ich Feedback kriegen, da kann ich ehrliches Feedback kriegen, auch im Sinne von so, ey, hör doch mal auf zu heulen, jetzt machst du hier gerade echt ein Theater. Ja? Oder hey, ich kann dich total gut verstehen, ist mir auch schon so gegangen, das und das kannst du machen, um da rauszukommen. Und dann musst du als Frau, als Partnerin nicht meinen Raum mithalten, weil das, wie du gerade gesagt hast, die Polarität umdreht. Ja, voll. Und das heißt ja nicht, dass ein Mann sein Feminin nicht auch genießen sollte oder darf. Ne? So, ich sage immer gerne wirklich harte Begriffe wie sollte und muss mittlerweile, weil ich denke, Polarität ist eine Energieform, die fließt oder sie fließt nicht. Und das hat ganz klare Marker, an denen sie fließt oder nicht fließt. So. Deswegen sage ich sollte. Und das ist natürlich Gefühle da haben zu können und zulassen zu können und sie aber nicht, und das ist für mich so der Unterschied zwischen Feminin und Maskulin tatsächlich, sich nicht davon überwältigen zu lassen, sondern so das Maskulin hat diese Qualität von Bewusstsein und von Raum halten und Raum schaffen. Das, was du vorhin gesagt hast, ist halt so, mein ganzer Körper so, wow, weil das genauso das ist, was es startet. So. Du erschaffst den Raum und die Menschen können dich reinfühlen. Und ich finde das mega schön, einfach da so reinzufühlen, wie du sagst, ich halte das dann, aber auch ich piekse sie quasi, ich bewege die Männer in Richtung von ihren Gefühlen. Das ist ja eine total feminine Qualität dann, ne? Also wirklich, komm mit deinen Gefühlen in Begegnung, fühl, was da ist und lass es einfach da sein und gib dem Reaktion, aber nicht Reaktivität so. Finde ich so gut und das fühlt sich so kongruent an zu dem, was ich mache, wenn ich mein Maskulin lebe in Containern mit Frauen. So. Also es ist für mich, ich bin so gut da drin, diesen Raum zu öffnen, diesen Raum zu halten. Ich bin auch ganz gut in Dom-Energie, so komm, jetzt ne, setz dich auf den Arsch und los geht's. So, es reicht jetzt, es ist vorbei. Aber ich kann halt auch total gut dieses gib mir mehr, ne, also gib mir mehr von dem, was da ist. Meine Stimme verändert sich auch immer total, je nachdem, wo ich gerade ist. So spannend. Also mega schön, das so bezeugen zu dürfen, wohin es dich einfach treibt. Wollen wir das Thema Eltern direkt, steht so im Raum irgendwie und ich schlängel mich so drum rum, weil es so ein großes Thema ist, das eben gesagt, die meisten oder viele Dinge, wie unsere Grenzen und Bedürfnisse aufgestellt sind, ob wir die spüren oder nicht spüren oder eben auch einfordern. Ich glaube, einfordern ist nochmal ein krasser Schritt, so ich brauche das jetzt, me first, hat mit unseren Eltern zu tun. Wie hast du damit gestruggelt? Also wie war dein persönlicher Weg hin, deine Grenzenbedürfnisse zu spüren und zu äußern und auch einzufordern? Gute Frage. Mein persönlicher Weg dahin. Ich bin einmal durch die Initiation gegangen und dann durch viele weitere Seminare, Workshops. Das ist für mich auch ein wichtiger Punkt. Ich sammle von allen möglichen Orten und Stellen Dinge, die mich weiterbringen und füge die dann in meinem eigenen zusammen. Und da dürfen wir hier Namen nennen,
als Nicht-Schleichwerbung so. Ah, na klar. Also bei Mankind Project bin ich initiiert worden, bin auch mittlerweile dabei, initiiere selber Männer mit. Und das ist ein ganz, ganz wundervoller Container und ein unfassbares Geschenk für jeden Mann, der dabei ist. Es ist ein Wochenende. Und ganz kurz zur Initiation. Das ist vielleicht nicht für jeden Begriff. Da geht es darum, einmal quasi durch einen Tod des Egos sozusagen zu gehen. Und wir kriegen das oft in Filmen dargestellt, ne? Also wo es dann um indigene Bevölkerungsstämme oder sowas geht, wo dann die Jungs und auch die Mädchen eben durch Prozesse durchgehen, wo sie entweder sterben oder halt als Mann oder als Frau da wieder rauskommen. Und da sind Mentoren dabei. Das ist dieses Prinzip der Heldenreise. Ja. Ja, dass es mir jemand zeigt, aber ich muss diese Schritte selber gehen. Ich muss durch diese Tür gehen, ich muss sie aufmachen, ich muss diesen Mut beweisen. Und erst dann, wenn ich mich selber überwunden habe, komme ich in einen ganz neuen Zustand und kann wirklich bei mir ankommen. Und meine Initiation war dieser Zugang zu den Gefühlen. Und durch den Zugang zu meinen Gefühlen, also ich habe geheult wie ein Schlosshund, ne? Und ich hab keine Luft mehr bekommen vor Heulen. So. Und es war mega schön. Ich war super dankbar, dass es losging. Und wenn ich fühle, dann kann ich auch viel bewusster wahrnehmen, okay, wo ist denn jetzt zum Beispiel meine Mutter im klassischen Sinne oder eine Partnerin oder sowas übergriffig? Und gerade wenn ich das als Kind erlebt habe, ja. Und dann im ersten Moment habe ich dann teilweise wie allergische Reaktionen. Und das sind dann alles so Prozesse, die losgehen. Aber dann immer klarer zu sagen, so hey, hier passiert gerade wieder was mit mir, bitte bis hier und nicht weiter. Mhm. Weil da fühle ich gerade eine Übergriffigkeit oder so. Mhm. Spannend, dass du das begründest. Machst du das laut? Also sagst du das wirklich wortwörtlich, bis hier und nicht weiter? Da fühle ich, oder egal wie, ich fühle mich gerade... Ja, das ist ja das Thema Grenzen setzen. Und das sage ich jetzt gerade so, aber das ist natürlich in jedem individuellen Moment anders. Das heißt, ich muss es erstmal spüren, dass über meine Grenze gegangen wird. Und dann den Moment der Wut, die hochkommt. So, oh, da geht schon wieder irgendwer über meine Grenze. Den zu nehmen und zu sagen, so, warte mal kurz, da ist was. Warum ist das da? Und dann zu sagen, so, weißt du was? Hier ist eine Grenze. Und du kannst von mir aus so sein mit anderen Menschen, wenn das deine Art ist, aber mit mir bist du bitte anders. Das ist mein Wunsch, mein Bedürfnis, sonst gehe ich aus dem Kontakt. Mhm. Und dann kann ich das liebevoll setzen, diese Grenze. Weil am Anfang, wenn wir Grenzen setzen, kenne ich das von mir und auch von vielen anderen, dass genau erstmal so boom und dann so richtig exzessiv am besten überall Grenzen setzen. Nein, nein, nein. Und davon wegzukommen, zu sagen so, hey, ich fühle das und ich kann jetzt liebevoll sagen, hey, schau mal hier, ich brauche dich deswegen nicht zu attackieren, dich anzugreifen, dich kleiner zu machen, als du bist oder irgendwas, um meine Grenze zu zeigen, sondern ich kann sagen, hey, ich liebe dich trotzdem, aber das machst du nicht mit mir. Fühle ich in der Weichheit tatsächlich gar nicht so. Also ich würde mir sehr viel mehr die Wutgrenze wünschen, glaube ich tatsächlich, weil genau. Das so viel authentischer ist. So, und das kommt jetzt wieder auf den Typ an. Ne? Jawohl. Und auf diese individuelle Situation, die ich meine. Ja. Und ich kann das ja auch, also ich muss das ja nicht, die Weichheit ist jetzt das eine, was du sagst, aber ich bin ja gleichzeitig, auch wenn ich nicht verletzend werde oder nicht abstoßend, sage ich trotzdem, ich bin nicht super klar und super bei mir. Ja. Also da ist auch diese harte Kante, die ich zeige. Aber ich muss sie nicht mehr verletzend zeigen. Ja. Darum geht es mir. Ja. Ja, ich glaube, es gibt einen großen Unterschied zwischen jemanden verletzen mit einer Wutgrenze und wirklich ganz deutlich sagen, bis hierhin und nicht weiter. Und ich tendiere tatsächlich auch dazu, das dann gar nicht zu begründen. So, ich muss dir nicht sagen, warum nicht, weil meistens weiß ich in dem Moment sowieso nur eine Story dazu. Ich kenne den richtigen Grund in dem Moment sowieso nicht. So, also einfach nein.
stopp, das geht nicht. So, das will ich nicht. Nicht nur, ich kann das nicht, sondern ich will das nicht. Das fühlt sich nicht gut an. Und einfach auch so sein Liebsten gegenüber ist ja noch mal eine andere Sache, so, ne? Versus dem Chef gegenüber, versus den Eltern gegenüber. Es ist so viele Nuancen, glaube ich, und es ist so ein spannendes Thema. Und ich habe einfach, also ein krasser Gamechanger im Thema Grenzen setzen, weil ich habe das genauso erlebt wie du, aus gar keine Grenzen setzen wird die andere Polarität, krasseste Wutgrenzen setzen und damit Menschen vor den Kopf schlagen quasi, das ist nicht die Balance, das ist nicht der gute Mittelpunkt. Den guten Mittelpunkt habe ich gefunden, als ich ein Interview damals von Damien Bohler und mit wem hat er gequatscht, ich glaube mit Russell und mit Imaya, findet ihr auch auf Facebook, wenn ihr das sucht, auch auf meiner Chronik, ich habe das auch geteilt damals, das war bestimmt ein Jahr her, da haben die über Grenzen geredet und Damien hat es so krass cool erklärt für mich, dass es einfach bei Grenzen setzen nicht darum geht, Menschen von dir fernzuhalten, dass es kein Verteidigungsmodus ist, sondern es ist eine Art, den Menschen zu sagen, ich brauche es so, um dich noch mehr lieben zu können. So. Also wenn du so mit mir umgehst, dann versiegt meine Liebe, so, dann kann ich dir mein Herz nicht mehr öffnen. Ich brauche es so, weil ich dich noch viel mehr lieben will. So, das schwingt für mich anders als ich liebe dich trotzdem, aber das machst du nicht mit mir. So, ne? Das ist so, das ist, also ich kann immer nur von meinem Gefühl ausgehen, weil Worte sind tatsächlich scheißegal für mich. Darum schalte ich auch um gewaltfreie Kommunikation. Es geht doch immer um die Energie dahinter. Das ist eine Beziehungsaufkündigung. Also das kommt als ein Beziehungsstopp rüber und das tötet mich. So. Danach werde ich in Trauma-Response gehen und das ist bei mir immer Fight. Das heißt, ich werde diesen Kampf auf einer Bühne austragen, wo er nicht hingehört und es wird am Ende nur Verletzte und Tote geben. So. Also ich glaube, es ist mega gut, direkt so diese Wut, ich liebe diese Wut, so, fuck, das geht nicht, so, und das ist ja scheißegal, ob dir einfach gerade jemand an der Supermarktkasse den Platz weggenommen hat, so, das kann genauso heilige Wut sein, wie keine Ahnung, ja, jemand bringt dich vor Gericht aus Gründen, die total lapidar und scheiße sind, so, und du musst da trotzdem durch, weil du in diesem Rechtsstaat lebst, also beides ist heilige Wut, und ich finde es so geil, das einfach da nicht zu nuancieren, sondern wirklich das voll zu verkörpern und zu sagen, nein, Mann, das geht nicht, so, wie will ich es haben? Genau, ja. Und da ist die perfekte Überleitung, was du gerade schon gesagt hast, dass du über deine Bedürfnisse im Klaren bist. Das schwang jetzt gerade mit drin für mich, dass du eben deine Bedürfnisse so klar hast, dass du es eben auch vermitteln kannst. Dass du eben nicht die radikale Grenze ziehst, sondern sagst, weißt du was, mein Bedürfnis ist, ich möchte gerne in Verbindung sein mit dir, aber unter der und der Bedingung. Und da ist das Muss auch sehr angebracht und das sollte. Ja. Weil die Entwicklung passiert auch nicht mit hätte, könnte, vielleicht, so. Da passiert keine Entwicklung. Du musst da durch, wenn du irgendwie zu dir kommen willst. Führt kein Weg dran vorbei. Alles andere ist Spiritual Bypassing. So. Ja, und du funktionierst einfach so. So. Du musst dich nicht dafür rechtfertigen, warum du so funktionierst. Wenn du jetzt so funktionierst, dann bitte stell das nicht hinten an. Bitte geh keine Kompromisse ein. Ich finde Kompromisse so schrecklich, weil einfach beide verlieren. So. Es muss eine Synthese sein. Beide müssen wirklich ihr Bedürfnis erfüllt bekommen. Sonst ist es keine Lösung. Sonst wird es auf dem einen Haufen im Plus sein und auf dem anderen im Minus. So, wir sammeln und es ist wieder ein kleiner Riss im Fundament. So, also, und ich glaube auch zutiefst, dass wenn es wirklich um Liebe geht, egal in welcher Form, ich sage extra nicht Partnerschaft oder Beziehung, sondern wenn es um Liebe geht, dann findet sich immer eine Synthese. Immer. Liebe wird nicht daran sterben, dass ihr keine Lösung findet. So, es sei denn, wir sprechen Romeo und Julia so, aber lass mal Hollywood oder Shakespeare außen vor lassen. Die ganze Hollywood-Konditionierung. Oh, ich liebe sie. Oh Gott, ich bin das größte Opfer davon. Wirklich, wirklich. Und ich glaube, es hat mir zutiefst, wie auch Disney, zutiefst mein Beziehungsverhalten verdorben. So, ich glaube, da können wir nochmal eine ganz eigene Folge drüber machen. Das ist so krass, was wir denken, was Liebe ist und was Liebe bedeutet und was es bedeutet, wenn er oder sie das tut, welche Konsequenzen das dann haben muss und wozu man sich zwingen muss. Und das, was du eben gesagt hast, das ist ja genau das. Ich brauche das, das ist mein Bedürfnis. Und
wenn es nicht erfüllt wird, dann weiß ich, dass da weniger Liebe fließen wird für dich. Und es tut mir leid und ich wäre gerne der Mensch, der, ne, der das offen kann oder der da besser mit umgehen kann. Aber ich bin es verdammt nochmal nicht. Und ich möchte nicht so tun, als würde es mir nicht wehtun, als wäre ich okay damit. Und gerade wenn wir irgendwie so in Richtung Polyamorie gehen, dann musst du wissen, was du brauchst. So, du kannst es nicht starten und mal gucken, was passiert. Deine Traumata werden dir um die Ohren fliegen. Das heißt, wenn du dir nicht klar bist, irgendwie was dein Herz wirklich braucht und dir auch nicht im Klaren darüber bist, dass es richtig ist, immer richtig ist, was dein Herz braucht, es dann nichts zu gaslighten gibt, es dann nichts zu verändern gibt, sondern zu wissen, dass wenn du dich geliebt fühlst, wird dieser ganze Scheiß sich sowieso ganz langsam in Rauch auflösen. So, weil die alten Trigger, die alten Muster, die alten Konzepte passen da einfach nicht mehr rein. So, das heißt, du deinstallierst sowieso in dir, was Liebe eigentlich bedeutet. Hm. Ach, boom. Sehr geil. Sehr schön die Schublade gesprengt. Das ist auch mein Hobby und meine Profession mittlerweile. Schubladen sprengen. Deswegen auch nochmal ein ganz klares Jein zu deinem Anfang mit, wenn ich in polyamore Themen reingehe oder mir anschaue, was Liebe ist. Ich glaube nicht, dass ich von Anfang an 100% wissen muss, weil dann gehe ich in Perfektionismus und erlaubt mir gar nichts mehr, weil dann muss ich es ja vorher wissen. Das heißt, ich würde sagen, ich gucke an, was da gerade ist, was ich fühle, bin verbunden mit meinem Herzen und dann vertraue ich dem Prozess und springe und schaue, was passiert. Weil ich kann niemals abschätzen, was morgen mit mir passiert. Ja? Ich habe keine Ahnung, was da kommt. Wie der nächste Prozess aussieht. Wie der nächste Mensch auf mich reagiert. Wie ich jetzt aus einer Kompromisslösung, die ich vielleicht aus meinen alten Mustern eingegangen wäre, wie ich daraus eine Win-Win-Situation mache im Sinne der Liebe. Ich habe keine Ahnung. Ich muss mich auf diesen Prozess einlassen. Ich muss springen, sonst... Ne, und dann wachsen mir im Laufe der Zeit die Flügel, die ich brauche, um da immer mehr Klarheit reinzukriegen. Ich liebe es, wenn du mir widersprichst. Können wir das auch mal machen, bitte? Das fühlt sich gut an. Ja, Perfektionismus. Auch mit dem Schmerzpunkt von, ich möchte mich nicht zumuten in einer Form, die anstrengend ist, die vielleicht irgendwie dem nicht ganz gewachsen ist, so die das Gefühl hat, sie ist innerlich ganz klein und hat diese innere Größe nicht, die es braucht. So, das sind ja tausend Trigger-Themen. So. Insofern, also ich serviere gerne, und das ist natürlich auch mein Ding, ich serviere Menschen gerne mein Problem mit der Lösung. Also bitte drücken Sie hier und da nicht, dann wird alles gut. Was den meisten Menschen tatsächlich wirklich hilft, also ich sage mal, Svenja kommt mit einer Bedienungsanleitung, die, weil ich einfach viel ausprobiert habe und ich weiß, was ich brauche und was funktioniert und was immer funktioniert. Zum Beispiel der Punkt von, wenn ich verletzt bin, werde ich immer versuchen wegzurennen und dich wegzustoßen. Und wenn du das zulässt, weil du sagst, ich lasse dir deinen Raum, dann haben wir beide verloren. Weil aus diesem Raum entsteht nichts Gutes bei mir. So, ich bin keine 2 im Profil. Also ich brauche diesen Raum für mich nicht, vor allem nicht im Schmerz. Weil daraus werden, also da entstehen hässliche innere Dramen und Dialoge. So, wenn du mich einfach dann kommst du über in die Aufwärtsspirale. Ja, genau. Und manche Menschen kommen ja in die Aufwärtsspirale dadurch, ne, wirklich sacken lassen, Reaktivität, so einfach mal das Nervensystem beruhigen und so. Bei mir passiert das Gegenteil. So. Und wenn du mich einfach quasi festhältst in dem Moment, egal wie doll ich strample, so, und ich werde alles geben, was ich habe, weil ich im Überlebensmodus bin, dann passiert da so viel Traumaheilung. So. Und das durfte ich jetzt erst in den letzten 2 Jahren erfahren, wie sich das anfühlt und was ich eigentlich brauche. Nämlich nicht das Alleinsein, nicht die Siehstehaufen, nicht die, diesen krassen Schmerz, sondern einfach so, wow, okay, was ist jenseits vom Schmerz? Ja, und da zu gucken, wo ziehe ich mich zurück aus so einem Triggermoment? Ja. Und wo bin ich dann als Mann, der mit seinen Gefühlen verbunden ist, da und sagt, weißt du was? Hey, du brauchst dich nicht zurückziehen. Ich bin da. Es ist okay. Ich sehe deinen Impuls, aber das ist gerade nicht das, was dran ist. Bleib im Kontakt, vor allem mit dir selber. Ja. Und dann kann ich, egal ob ich jetzt mich zurückziehen würde,
Ne, dann sind wir bei den Bindungsmustern, was ich da gelernt habe, was ich dysfunktional in mein Leben integriere. Zum Beispiel, ey, irgendwas passiert und ich schmeiß das Kind mit dem Bad aus. Ja? Also so die ganzen schönen Elemente, die vorher stattgefunden haben, habe ich neulich erst wieder erlebt. Dann zack, alles weg. Durch einen kleinen Trigger-Moment. So. Und dann ist es meine Aufgabe, ich sag mal, in dem Moment als der da vielleicht eher den Überblick hat in der Situation, zu sagen, weißt du was? Ich kann deinen Impuls super gut nachvollziehen, aber bleib mal kurz hier. Guck dir das mal an. Und wir können das auch drehen in eine Situation, wo wir beide also gestärkt rausgehen und in der Liebe wieder rausgehen. Und dann passiert Magie. Ja. Magische Verbindung. Kannst du das auch noch, wenn du verantwortlich gemacht wirst und beschuldigt wirst? Immer besser. Weil, also das ist genau, das ist der Heilungsweg, sage ich mal, wenn ich zu mir selber komme, dass ich mich immer weniger damit identifiziere, was ich in meinem Rucksack mit mir rumschleppe, sondern sage so, hey, das ist einfach da. Danke, dass du es mir gezeigt hast. Und ich bin, so ist auch ein Prozess, weil das ist echt scheiße manchmal, sich das anzugucken, zu sagen so, fuck, was habe ich denn da schon wieder für einen Müllhaufen bei mir entdeckt? Ja? Und dafür braucht es eben diesen Mut, wo ich sage, Männer, wir brauchen Männer mit Mut, mit Rückgrat, die sich das angucken, die sich diesen Scheißhaufen angucken und den dann auch wegrollen. Ja? Und dann kann ich nämlich im nächsten Moment, dann bin ich ein anderer Mensch und kann wieder ganz anders in Beziehung gehen und ganz anders in Verbindung gehen. Und das nächste Mal, wenn sowas kommt, weiß ich so, okay, ja, war da, vielleicht kommt es auf einer anderen Ebene nochmal, aber ich kann ganz anders damit umgehen und sagen, ja, danke für den Spiegel, ab jetzt wieder anders. Ja. Und wir brauchen gar nicht mehr in den Konflikt zu gehen. Und dieser Schalter von Mut, ne, das sehe ich so oft bei Männern, die in meinen Containern sind, dieser Schalter von Mut, der ist bei Männern so viel binärer als bei Frauen. Frauen brauchen so viel Komplexität in ihrer Entwicklung, so um zu merken, okay, das bin ich nicht, davon ist was da und das. Frauen sind einfach wirklich, das Feminin ist so viel komplexer als das Maskulin. Das Maskulin ist tatsächlich einfach recht einfach gestrickt, was es wunderschön macht. So, also Frauen, sage ich auf meinen Workshops, auf Festivals, auch immer vor Hunderten von Menschen, sage ich wirklich immer, wir Frauen sind der Schalter. So, es steht und fällt mit euch, weil das Maskulin möchte dich einfach nur glücklich machen. So, das ist das ist die grundlegende Motivation. Und wenn er merkt, er kann nicht oder sie nicht, dann kann er auffahren, was er will. Dann wird er in seiner Ich bin nicht gut genug Wunde landen und ab da ist es eigentlich durch. So, dann könnt ihr das noch, ihr könnt das noch weiter aufbauen, ihr könnt das ja durchziehen, aber wenn das die grundsätzlichen Wunden sind, die wirken, vergiss es, das wird gegen die Wand fahren. So. Und bei Männern, also was meine ich mit binär, ist wirklich durch diese Initiation, und ich bin in einem schamanischen Kontext aufgewachsen, ne? Bei uns ist das Usus, dass jeder seine Initiation oder ihre Initiation bekommt, aber bei Frauen oder bei Mädchen ist es so viel selbstverständlicher ein Teil der Natur, weil es beginnt einfach mit der Blutung. Ab diesem Moment bist du kein Mädchen mehr. So, das passiert auf körperlicher Ebene und das sickert in dein Unterbewusstsein. Du bist jetzt kein Mädchen mehr, so jetzt verändert sich gerade was. Und bei Männern ist das einfach nicht eingebaut, sondern es gibt einfach nicht, das ist auch in der Archetypenarbeit so spannend, es gibt einfach nicht den einen Punkt, wo klar ist, jetzt bist du ein Mann. So. Vor allem, wenn du keine Vaterfigur hast, die dir zeigt, was es heißt, ein Mann zu sein, die dich leitet. So. Und wer in der Welt, in der wir leben, hat diese Vaterfigur, ja, oder hatte diese Vaterfigur? Ich glaube, jetzt immer mehr, aber die Zeiten ändern sich halt auch gerade. Und das, was ich sehe mit diesem Mut bei den Männern, ist, dass wenn diese Initiation passiert ist, sind die einfach on. Das ist, als ob du so einen fucking Schalter einfach umstellst und es brennt in denen so. Und dann ist es da und das finde ich so bewundernswert und ich liebe das so, weil wir müssen ja immer alles kompliziert machen, wir Frauen so. Bei Männern ist es wirklich anders. Also dann, und natürlich heißt es nicht, dass die Ängste dann weg sind oder so, aber da ist diese, du hast, glaube ich, Disidentifikation gesagt, nicht? Ich identifiziere mich nicht mehr mit dem, was da eben alles noch lebendig ist in mir, sondern ich habe eine Metaebene. Als ob diese Metaebene eingeschaltet wird und du eine Wahl bekommst, das lebe ich jetzt aus, hier gehe ich mit in den Trigger
Und hier bin ich jetzt der Größere. So. Das finde ich so krass und so wichtig, diese Initiationsrituale. Was wiederum nicht heißt, also muss ich dir auch wieder widersprechen. Ja, bitte. Weil ich festgestellt habe, nur weil ich durch diesen Initiationsprozess gehe, und da kann es sehr viele von geben. Ich hatte gerade jetzt am Wochenende eins wieder, am vorigen Wochenende eins, was alles wieder nicht vergleichbar ist mit dieser ersten. Und gleichzeitig merke ich, nur weil diese Initialzündung einmal gedreht wurde und ich gezündet wurde, heißt das nicht, dass ich das in meinem Leben auch wirklich umsetze. Also es kann sein, aber da gehört eben mehr dazu. Das ist nicht mal eben an, aus, sondern es ist ein Prozess, der immer weitergeht. Und wo ich immer wieder auch durch verschiedene Tode gehen muss, sozusagen, um auf neuen Ebenen anzukommen und auf neuen Ebenen durchstarten zu können. Und zum Beispiel jetzt gerade am Wochenende, passend zum abwesenden Vater, den ich auch so hatte, physisch abwesend, der gegangen ist, als ich 2 war und meine Schwester 4 Monate alt, sehr spannend auch und sehr schmerzhaft auch. Und jetzt am Wochenende waren wir zusammen auf dem Berg in Österreich und haben uns gegenseitig gesegnet. Und das war magisch. Im Eissturm mit Windstärke 9 irgendwie, es hat uns fast da vom Grat runtergeblasen. Überall Eiszapfen und sowas, horizontal, jetzt Mitte September. So. Und wir haben uns Liebe geschenkt, von Vater zu Sohn und von Sohn zu Vater. Und die Anerkennung, dass wir, egal wo wir gerade stehen, 100% geben. Würde ich jetzt einfach gerne eine Stunde nachfühlen, was dieses Bild in mir macht. Wow. Du hast das initiiert bei deinem Vater? Also, ja. dass ihr das macht? Ja. Wie verletzlich war das für dich? Was wenn er Nein gesagt hätte? So, ich möchte das nicht. Oder war das völlig klar? Dass das stand für mich außer Frage. Weil ich weiß, dass er verrückt genug ist, um sich auf alles Mögliche einzulassen. Er hat jetzt gerade mit 66 ein neues Leben in Ungarn gestartet. Und da kann ich eben auch sehen, was ich da an einer, wie soll ich sagen, so einer unorthodoxen Art ans Leben heranzugehen mitbekommen habe. Und das schätze ich sehr. Ja. So wie zum Thema, es sind immer nur die Flüche von unseren Eltern. Wir sehen nur immer die Flüche. Was für, wenn du 5 Bedürfnisse benennen müsstest, die du in Beziehung brauchst, egal wie geartet. Welche wären das? 5 Bedürfnisse. 5,5 wären auch gut. Ja. Verbindung würde ich mal sagen als übergreifenden Begriff, wo für mich die Kommunikation mit drin ist. Dass ich in einem geistigen, mentalen, aber auch in einem körperlichen Austausch bin. Die Sexualität hat einen sehr hohen Stellenwert bei mir. Dann habe ich quasi geistig, mental und sexuell schon mal als 3 von 5 Bedürfnissen und übergreifend eben die Verbindung. Dann noch die Prise Humor. Das Universum hat so einen geilen Humor. Und wenn ich den sehen kann und den in meine Beziehung mit reinnehme und die Zeichen sehe, ey, dann ist das Leben eine Freude. So. Und diese Freude, das ist ja Humor und Freude. Tiefe Freude habe ich, wenn ich in der bedingungslosen Liebe bin und das wirklich so annehmen kann, wie es ist. Also ich bin auch gerade dabei zu überlegen, mein nächstes Tattoo, Responsibility. Ja, so die Fähigkeit, auf das Leben zu antworten in jeder Situation. Und zwar angemessen zu antworten. Ja, ob das jetzt in der Wutgrenze ist oder in der Liebe oder auf jeder Ebene. Das ist so facettenreich, so komplex und so schön, so wundervoll. Ja. Es ist einfach, es ist super schwer für mich, tatsächlich mit einem Mann in einem Gespräch zu sitzen und zu führen.
es ist, ja, ich merke zunehmend, wie das eigentlich, wie das, ich mich eigentlich gerne fallen lassen möchte. So, spannend. Schöne Beobachtung. Lass dich fallen. Lass dich fallen. Drop it, babe. Yes. Wir sind hier zusammen in diesem Container. Bist du, ich folge einfach mal meiner Neugierde. Mhm. Bist du beziehungsorientiert oder bist du distanzorientiert? Wenn dein Papa weg war, was bist du wahrscheinlich beziehungsorientiert? Yes. Ja. Würde ich auch behaupten. Okay. Wie hast du das unbewusst, also früher in Beziehungen, bevor du angefangen hast, diesen Weg zu gehen, wie hast du das ausgelebt? Also wie hat sich das gezeigt? So, was waren deine krassen Trigger? Was ist eine Mauer? Beziehungsorientierte oder ängstliche Menschen haben ja oft diese eine Sackgasse, in die wir uns reinbringen. Irgendwie plötzlich meldet sich dann der andere nicht mehr. Wir wollen mehr als der andere rennt weg, wir rennen hinterher. Wie hast du das erlebt? Also woher kennst du das in deinem Leben? Da klingt für mich gerade eine krasse Bedürftigkeit mit durch. Und das ist was, was ich bei mir selber erlebt habe und auch bei vielen Männern erlebe und weswegen ich diese Arbeit mache. Weil ich glaube, dass es unfassbar wichtig ist, davon wegzukommen. Dass ich dadurch, dass ich mit meiner Mutter und meiner Schwester aufgewachsen bin, ich sage immer, in einer feminisierten Gesellschaft gelebt habe. Ja, also Kindergärtnerin, Lehrerin in der Schule, alles ist in diesem, ich sag mal, da wo es darum geht, die Kinder groß zu ziehen, groß zu begleiten eigentlich. Ja? Weil Erziehung ist ja auch nochmal so ein Thema, was eigentlich Beziehung heißen sollte und so weiter und so fort, brauchen wir jetzt nicht reingehen. Gut, der rote Faden. Genau, da verläuft der, da sind wir. Und als Mamasöhnchen, sage ich das jetzt mal provokativ, habe ich eben Frauen auch auf den Sockel gestellt und habe eben diese Bedürftigkeit auch gelebt und bin von einer Langzeitbeziehung in nächste Langzeitbeziehung gerutscht. Mit älteren Frauen, spannenderweise. Logischerweise. Ja, logischerweise. Genau. Und das jetzt für mich auch transformieren zu können, das ist so ein Riesengeschenk. Das ist so schön. Und ja, die Bedürftigkeit ist diese Sackgasse, die ich in einem beziehungsorientierten Muster sehe. Ja, voll, voll. Und dieses sich verbieten, bedürftig zu sein, das sich einzureden, das nicht zu brauchen, sich zu fragen, ob es okay ist, diese Sehnsucht zu fühlen. So. Als ob man es ändern könnte. So, weißt du, als ob man es unterdrücken könnte. Und dann versuchst du es zu unterdrücken und dich zu filtern und alles wird einfach nur noch schlimmer. Ja, ja. Ja. Bis wir so hart vor die Wand fahren, dass wir merken, so, okay, vielleicht ist es doch mal an der Zeit hinzugucken. Nee, ich habe aufgegeben, wirklich. Ich habe wirklich aufgegeben. Also ich habe mich immer wieder in dieser Sackgasse gefunden. Bei mir war es dann einfach die Emotionalität, ne? Also eine emotionale Autorität. Und also die ist direkt über den Kanal verbunden mit meiner Kehle. So. Also die kommt raus und sie klatscht dich gegen die Wand. So. Und sie wird alles auf dich projizieren und dich falsch machen für meinen Schmerz. So. Das habe ich versucht zu filtern. Gib mir. Ja. Kann ich halten. Oh, ich habe tatsächlich gelernt, Wut zu öffnen, anstatt sie gegenzurichten, gegen jemanden. Das war ein Game Changer für mich und vielleicht auch für alle Frauen, die das gerade hören, denen es total ähnlich geht. Wut für jemanden zu öffnen und zu sagen, boah, ich bin gerade so wütend, da ist so viel Schmerz, ich habe keine Ahnung, was ich damit anfangen werde, ich würde am liebsten irgendwas kaputt machen. So. Und nicht in der Tonart, wie ich gerade spreche. Ich stampfe dann wirklich auf, so verkörperte Wut. Weil das wegzufiltern, vergiss es. Du wirst, dein natürlicher Überlebensinstinkt wird immer sagen, nein, ich will nicht ganz. Und wenn er dich nicht ganz will, so, dann bestrafen wir ihn dafür. Dann kannst du das deckeln, bewusst deckeln. Nee, mach nicht so ein Drama, mach nicht so ein Aufriss, das ist doch, ne, du übertreibst. So, genau, warte, also es fliegt um die Ohren. Also Wut öffnen bedeutet wirklich, die Wut zu zeigen, anstatt sie gegen jemanden zu richten, auf jemanden draufzupacken. Das war so ein Gamechanger für mich und das ist so ein gutes Gefühl, einfach in dieser Wut gesehen zu werden, dass er in Verbindung bleibt, während ich völlig mich verliere in diesem Schmerz
und dann 5 Minuten später wieder zu mir komme und merke, wow, wie du vorhin sagtest, was sind da eigentlich noch für Abgründe in mir? So, ich dachte, das wäre durch. Nein. Also großes, großes Thema für bindungsorientierte Menschen. Ja. Mhm. Ja. Und wie lebt sich das so jetzt so mittlerweile? Guck mal, da will irgendwas so mit dich pieksen. Enjoy. Wie lebt es sich so mit der Bindungsorientierung und der bedingungslosen Liebe? Wie lässt sich das, wie bringst du das überein? Ich frage für einen Freund. Ja, klar. Genau, das ist eine sehr gute Frage. Und wie das bei vielen Elementen so ist, habe ich auch da, ich sag mal, die Entwicklung als spiralförmig betrachtet, wo das einfach wiederkommt auf anderen Ebenen. Und so, dass ich auch, wenn ich in Verbindung bin mit mehreren Frauen und da Liebe spüre und tiefe Verbindung, habe ich jetzt nicht am vergangenen Wochenende, sondern am Wochenende vorher bin ich durch den Prozess durchgegangen. Und habe da ganz schmerzhaft mein Ego davon getrennt, von dieser Abhängigkeit, auf einer ganz anderen Ebene nochmal, dass ich irgendwas bräuchte, sozusagen. Also diese Bedürftigkeit nochmal aufgelöst, gesagt, hey, wenn ich in Verbindung bin, wenn ich in Beziehung bin, dann bin ich einfach und dann will ich nichts. Dann erwarte ich nichts. Keine Gegenleistung, kein irgendwas, ich erwarte keine Liebe zurück. Ich liebe einfach. So. Okay, ist das das Ideal oder ist das Wahrheit in dir? Das ist Wahrheit in mir. Das ist immer da? Das ist meistens da. Also ich habe das jetzt gerade nochmal als neues Element eben für mich gefunden. Mhm. Und bin durch, also das war für mich echt schmerzhaft, da durchzugehen, das nochmal, also alle diese Verbindungen, die ich so sehr liebe und schätze, die gehen zu lassen. Aber das war im Prinzip nur eine Ego-Lösung. Ja. Voll. Also ich frage so provokant, merkst du schon, ich frage so provokant, weil ich, also an guten Tagen, und das sind natürlich die meisten Tage so, kann ich das auch. Mhm. Kein Ding. So, also auch egal, wo jemand anderes gerade ist, ich brauche keine physische Präsenz, um mich geliebt zu fühlen, wenn ich jemanden energetisch präsent fühle. So. Und an schlechten Tagen ist das aber überhaupt nicht bedingungslos so. Also, aber gar nicht. Sondern das bedeutet nicht, dass ich das dann einfordere. Oder wenn ich es einfordere, ich habe tatsächlich direkt am Anfang meine ultimative Waffe übergeben. Direkt, ich habe gesagt, wenn ich von dir fordere, dass du dich veränderst, stoppst du dich vom People-Pleasen und versuchst dich zu verändern, das machst du nicht so, sondern du weißt einfach, aber du gibst es auch nicht zurück, du sagst nicht zu mir, guck mal bei dir so, das ist noch eine Projektion, weil das könnte richtig schief gehen in dem Moment, sondern stell mir Fragen. Also lenk die Energie zurück um auf mich so, weil ich weiß, dass dieses Gefühl von bedingungsloser Liebe sitzt da drunter, das ist da, das ist omnipräsent, aber im Trigger-Moment fühle ich das nicht, so im Traummodus fühle ich das nicht. Das heißt, gib mir, jetzt fährt gerade jemand in meine Einfahrt, der da nicht rein will. Komisch. Sorry, jetzt bin ich draußen. Spannend. Genau, ist es nicht da. Das heißt, die bedingungslose Liebe wird überschattet von Bedingungen. Und genau, das ist so. Ein ganz spannender, ganz, ganz ätzender Punkt von dieser wunderschönen Reise, die wir Bewusstseinsentwicklung nennen. Ja. Und du bist ja dann. Ja. Ich erlebe, dass sich diese Momente zeigen, aber ich einfach wesentlich besser damit umgehen kann als früher. Durch die Entwicklung, durch die ganzen Prozesse. Mit jedem Prozess neu. Und das war jetzt auch wieder ein Game Changer für mich. Und ich bin sehr gespannt, wie ich jetzt. Ich habe es heute Morgen schon erlebt. Ich gehe wieder ganz anders in Beziehung. Und in Verbindung. Mhm. Und es ist so viel freier. Ja. Und es ist so wunderschön. Ja, immer ein Stückchen mehr. Mhm. Ja. Und die Ausschläge, die sind zwar extrem, weil das Leben ist einfach extrem. Und wenn ich mir erlaube zu fühlen, dann werden die auch erstmal viel extremer, weil ich das ja vorher gar nicht kannte. Oh ja. Und dann aber zu sehen, okay,
je nachdem, ich muss die ja nicht für einen Tag oder eine Woche oder einen Monat oder 10 Jahre beibehalten, ja, und mir dazu die Geschichte erzählen, die mich dann total aus dem Konzept bringt, aus meinem Leben rauswirft und mich leiden lässt. Ja? Wie war das? Schmerz ist immer da, aber Leiden ist optional. So. Und das zu fühlen einfach, wie sich diese Leidenszeit immer mehr verkürzt, bis auf den Punkt, wo ich sage, okay, ich fühle es und ich bin durch und es geht weiter. Wie geil ist das? Mhm. Superpower. Ey. Mhm. Und das wünsche ich mir für alle Männer und alle Frauen, also für alle Menschen. Nur weil ich halt die Transformation als Mann hinter mir habe, biete ich es einfach für Männer an und sage, hey, da habe ich einfach noch einen stärkeren Bezug zu, auch wenn die Themen im Prinzip immer wieder die gleichen sind oder ähnlich. Ja, weil es eben auch für Frauen das Angebot so breit ist. Und für Männer einfach so mega wichtig. Ich wollte gerade... Ich habe gerade noch... Ja, genau. Eine Frage habe ich noch und dann hüpfen wir mal so ins Fade-Out vielleicht. Mhm. Du hast vorhin etwas gesagt, wo ich mir so aufgeschrieben habe, das Bedürfnis, und das kenne ich auch total gut von Männern, das Bedürfnis, es allen recht zu machen und damit gegenüber auch die Abneigung, in Beziehung zu mehreren Menschen zu gehen, aus der Angst heraus, dass ich es dann einfach noch viel mehr Frauen recht machen muss. So, das ist ja auch eine große Männerwunde. Wie gehst du damit um? Ich gehe damit so um, dass ich klar bin mit mir, dass ich auch klar bin und klar kommuniziere mit den Frauen, dass wenn ich in eine Verbindung gehe, sage, hey, bevor das jetzt irgendwas wird, wo du jetzt Schubladen aufmachst, mich da reinschiebst, irgendwelche Labels drauf. Warte, eine Sekunde, Moment. Du kannst weiterreden. Ich mache mich nochmal gerade stumm. Mhm. Dann warte ich kurz. Sorry, aber komm, steht vor der Tür. Sorry, kann no can do. So. That's life. Kurz auf dich gewartet, weil ich das wichtig finde. Oh, das stimmt. Danke. Bevor irgendwelche Schubladen auf uns zugehen, so wie du vorhin das gesagt hast, sobald das Wort Beziehung fällt zum Beispiel, oh, wir sind in einer Beziehung, was? Zack, Label drauf. Und Mindfuck. Genau, Mindfuck, aber hoch 10 oder hoch 100. So, und bevor das passiert, sage ich, hey, bevor wir diese Schublade jetzt hier irgendwie rausziehen und du da irgendein Label drauf klebst, so lebe ich das. Willst du das? Kannst du das für dich in diesem Moment gerade verantworten? Mit mir in engeren Kontakt zu gehen, in tieferen Kontakt zu gehen. Bist du bereit für dies? Und entweder es kommt ein Ja oder es kommt ein Nein und ich bin mit beiden völlig in Ordnung. Fühlst du das, wenn sie ein Nein hat, aber gerne ein Ja hätte und Ja sagt? Wenn sie ein Ja, wie? Nochmal bitte. Wenn sie ein Nein hat, aber gerne ein Ja hätte, fühlst du das? Ja. Und callst du Bullshit? Ja. Ja, große Sache, glaube ich. Mhm. Ich habe versucht, Beziehung, also wirklich Beziehung so zu führen und okay damit zu sein, weil ich es wollte. Mhm. Einer von uns hätte Bullshit callen sollen. Mhm. Ja. Und auch das ist ein Lernprozess. Ne? Auch nicht von Anfang an, auch nicht deswegen erstmal springen, gucken und dann natürlich, okay, kommt vielleicht mal ein Schlag ins Gesicht oder sowas mit so einem Moment, wo ich es nicht rechtzeitig gemerkt habe, wo ich es nicht rechtzeitig gefühlt habe und nicht Bullshit gecallt habe. Ja. Und dann zu merken, so, fuck, das tut mir jetzt auch weh. Ja, da ist ein Schmerz, weil das ist nie meine Absicht gewesen, weil ich will es ja auch recht machen. Das ist natürlich da. Und es geht eben nicht darum, also
mal anders aufgezogen. Die Verletzungen entstehen dann, wenn ich mich nicht fühle und wenn ich damit nicht authentisch bin. Bis ich da bin, ist ein krasser Weg. Ja? Und deswegen sage ich, ist es so unglaublich wichtig, weil wenn wir die Verbindung nicht haben, als Männer, gerade als Männer, du hast es eben von euch Frauen erzählt, mit der Wut, aber bei uns Männern, wir werden fucking gefährlich. Ja, weil wir die Grenzen nicht spüren, weil wir die Grenzen nicht sehen, nicht wahrnehmen. Und dann kommen so Momente dabei raus wie, hey, sie hat doch jetzt den ganzen Abend fünfmal ja gesagt, jetzt sind wir hier zusammen irgendwo im Zimmer und jetzt sagt sie auf einmal nein, was soll der Scheiß? Und bin ich dann der Mann, der sich fühlt und fühlt, dass da wirklich eine Grenze ist und die auch akzeptieren kann, weil ich mit mir verbunden bin? Und weil ich jetzt nicht in irgendeinem Ego-Muster darüber wegrolle und sage, ich brauche das jetzt aber für meine Anerkennung oder für meinen, ne, sonst bin ich irgendwie in meinem Ego gekränkt. Mir bricht ein Zacken aus der Krone oder so eine Scheiße. Und dann passieren schlimme Dinge. Ja. Und das ist das, was ich den Männern bewusst machen will, dass sie geladene Waffen sind und keine Ahnung haben, auf wen sie gerade richten, wenn sie nicht mit ihren Gefühlen verbunden sind. Und wie viel Angst in Männern da ist vor dieser Kraft, in ihnen, vor dieser zerstörerischen Kraft, die einfach nur weggedrückt wird. Ja. Ich höre das immer bei Menschen, also ich liebe es, wie tief deine Stimme geworden ist. So, das war auch nicht immer so. Ne? So, also das ist mir neulich aufgefallen, ich so gedacht, wow, ja, da ist jemand so nach unten wirklich in sich reingesunken. Und ich merke das bei Männern, vor allem die mit höherer Stimme sprechen, die einfach überhaupt nicht in ihrer Kraft sind, so die irgendwas von hier oben in die Welt geben. Und das sind einfach, da ich fühle, ich kann den unterdrückten Schatten förmlich anfassen. So. Mhm. Und dann kommt natürlich ich, die so pieks und pieks und pieks. Und ich bringe, ich piekse die Menschen in ihre Wahrheit rein. So. Das ist mein Job. Und das, was du gerade erzählt hast, ich frage tatsächlich auf jedem meiner Workshops, stelle ich die Frage, wer von den Mädels hier, manchmal frage ich auch Mädels und Männer, ich gucke mir dann, wer von den Mädels hier hat schon mal durchgezogen? Einfach nur, weil es unanstrengender war, Sex zu haben, als reinzufühlen, warum gerade Nein da ist. Und fast alle heben ihre Hand. Ja. So. Und das ist so ein Punkt von, ne, weil wir eben auch dieses Gefühl haben von, wow, ich will nicht kompliziert sein, ich will nicht anstrengend sein, ich habe keinen Bock auf die Diskussion, so, wenn du ihn mitnimmst und plötzlich ist es kein Ja mehr, so, ja, ich habe auch schon durchgezogen, so, einfach weil ich auch niemanden verletzen möchte, niemanden kränken möchte, bla bla bla, ne, und wenn aber, und auch da gehe ich jetzt mal, lehne mich ganz weit aus dem Fenster und sage, vor allem, wenn ich es nicht merke, dass es kein Ja mehr ist. Liebe ich es, mich mit Menschen zu umgeben, die mein Nein spüren unter dem Ja und die Bullshit callen so und sagen, Alter, deine Stimme ist gerade ein bisschen höher geworden. Was ist los? Wenn die sagen, ich fühle dich gerade nicht, ich fühle dein Herz nicht. Was ist los? So, möchtest du aufmachen? Und das sind, versus, du sagtest eben, das können die schlimmsten Situationen werden, das können aber auch die schönsten Situationen werden. Ne? Aus diesem Moment von eben was noch ein Ja, jetzt ist kein Nein, können wir da reintauchen und können wir beide einen ganz neuen Grad an Nähe herstellen. Das ist so ein Geschenk, wenn man es sich machen kann, gegenseitig. Ja. Und deswegen bin ich ein totaler Freund davon, wirklich auch, also ich war nie irgendwie jemand, der Männer oder die Männer abends mit nach Hause genommen hat oder so, es würde mir nie passieren. Ich bin noch heute schockiert, wenn auf einer Party neben mir meine Freundin anfängt, mit einem fremden Mann zu knutschen plötzlich. Ich bin, also ich hab wirklich neulich gesagt, was machst du da? Also wirklich, das hat mich so richtig kalt erwischt, da habe ich schon gedacht, wow, okay, nee, ich bin echt nicht. Ich brauche Verbindung und ich brauche, dass jemand mich fühlt und meine Wahrheit fühlt. So, und das ist bei mir tatsächlich, habe ich eben so gedacht, das ist eines meiner Bedürfnisse, meiner wichtigsten. Ja, entweder du kannst mich fühlen und wenn du mich nicht fühlen kannst, dann fruchtet hier auch nichts draus. Das ist, glaube ich, ein universelles Gesetz. Und das geht uns Männern genauso, wenn wir es zulassen. Ich habe auch schon durchgezogen, ja, aus vielleicht anderen Gründen, ja, weil ich dachte, müsste jetzt so sein oder so. Ne? Na klar, na und wie sieht das aus? So, wenn genau, jetzt plötzlich... so und eigentlich habe ich auch Nein, aber wenn ich mich nicht fühle, kann ich das ja überhaupt nicht, also ne, woher? Und das alles klar zu kriegen, Game Changer. Ja, voll, voll.
Pornomodus on. Das ist übrigens das, wie ich sein Nein fühle tatsächlich, indem ich merke, jetzt geht die Performance gerade los. Mhm. Also ich merke genau, wenn er anfängt zu performen, so, ja, wenn er nicht mehr in Verbindung ist, so, weil dann ist es eigentlich sein Nein. Die mhm. Antwort auf sein Nein und das Wegdrängen ist Performance. So, ja. Also das habe ich so, das hat irgendwann so Klick gemacht und das finde ich so schön, das einfach immer mehr zu erforschen und ja, miteinander irgendwie so zu gucken, wer bin ich eigentlich, was brauche ich eigentlich wirklich unter dem oder jenseits von dem, was ich mir erzähle, was ich brauche oder brauchen darf oder brauchen sollte. Ja, großes Teil. Johannes, yes, wenn wir jetzt inspirierte Menschen, vor allem Männer, unter unseren Zuhörern haben, die sagen, ich hätte Bock mal reinzuschnuppern bei dir oder ich hätte Bock mal irgendwie ein Wochenende mit dir zu verbringen und einfach mal in diese Magie einzutauchen, einfach mal zu gucken, was ist da noch in mir, wovon ich keine fucking Ahnung habe, was ich eigentlich alles bin. Was geht da? Wie geht das? Da wäre jetzt der nächste konkrete Schritt, mal abgesehen von meiner Seite, die jetzt auch noch ein Update braucht, mit allen aktuellen Angeboten. Am 7.10., Freitag, 7.10., ein Online-Workshop. Mann sein in der neuen Zeit. Mega. Von 18 bis 22 Uhr grob. Wenn es ein bisschen länger wird, ist auch nicht schlimm. Weil wenn dann Fragen auftauchen, nehme ich mir gerne die Zeit dafür. Okay, cool. Invest? Fragezeichen? Invest 55 Euro. Okay. Wir packen einfach deine E-Mail-Adresse in die Shownotes und wenn ihr das auf Facebook guckt, dann verlinke ich dich einfach mit deinem Profil. Genau. Und dann können dir alle Männer, ich sag's mal so, einfach eine, du sagst das nur so, genau, einfach eine PN schreiben. Wink mit dem Zaunpfahl. Ja, nee, ich schlage zu direkt mit dem Betonpfahl. Ich Ach, ich dachte, du piekst. Ja, am Anfang. Das ist dann der Zaunpfahl, ne? Genau, jeder hat so eine die Eskalationsstufen, mhm, die sind schon auch vorhanden. Ja. Sehr gut. Wow. Ich danke dir sehr für die letzte Stunde. Das war super schön im Fluss und total, ich fühle mich total, total genährt von unserem Gespräch. Das ist ein total gutes Gefühl. Ich mich auch. Vielen Dank. Und wenn jemand noch Lust hat auf so eine Initiation, von der ich ja gerade erzählt habe, beim Project. Ja. Ich meine, es ist 20. bis 23. November, da ist wieder so ein Initiationswochenende auf der Bettenburg im Fränkischen. Und da werde ich mit im Stab sein und die Männer mit initiieren, unter anderem auch ein Freund von mir. Und wer gerne noch dabei sein will, sehr gerne. Es ist ein wundervolles Geschenk und es ist ein extrem besonderer Rahmen, weil wir sind um die 50 Männer, die den Rahmen halten für 30 neue Brüder. Crazy. Die in den Kreis aufgenommen werden. Crazy. Mhm. Ah, oh, krieg ganz Körpergänsehaut, wenn ich daran denke. Mhm. Oh. Was dann? Was machen? Gib mir einen Call to Action. Dann mich anschreiben oder direkt auf die Webseite von MKP Deutschland gehen. Mankind Project. MKP Deutschland ist der Verein und die Webseite und da für das NWTA, das New Warrior Training Adventure, anmelden. Geil. Yes. Do it. Wow. Okay, ich bin voll. Ich wünsche dich mehr ein Mann. Einmal kurz. Ja. Einmal, ja, für das Wochenende einfach. Ja. Ja. Es, ja. Ja. Wir sehen uns bestimmt wieder hier. Ganz bestimmt. Ich habe beschlossen, ich möchte auch weiter mit dir sprechen. Yes, ma'am. ja, für heute, ich danke dir mega. Also ich höre mir die Folge auf jeden Fall auch nochmal an, weil ich auch selektiv natürlich nur höre,
noch mal denke, okay, wie geht's weiter so, und dann werde ich mich in mein Feminin begeben mit einer leckeren Mini-Flasche Champagner und werde mir das noch mal zu Gemüt führen. Das wird mich noch mal nähren und ich freue mich jetzt schon drauf. Und ich hoffe, wir konnten euch beitragen. Ich hoffe, ihr konntet echt viel mitnehmen, egal ob ihr auf Facebook seid oder gerade auf YouTube oder immer noch den Haushalt machst. Wenn du jetzt wirklich immer noch den Haushalt machst, mach mal eine Pause, mach mal was Cooles irgendwie. Gibt sehr viel schönere Dinge auf der Welt als den Haushalt. Und ja, ich würde sagen, bis bald. Johannes, hast du noch letzte Worte? Ich bin gerade im Haushalt hängen geblieben. Bei anderen Dingen und habe gedacht, ey, Mädels, ab in die Self-Pleasure, gebt's euch und geht ins orgastische Manifestieren. Ja. Solche letzten Worte. An alle meine vorherigen Interviewpartner, solche letzte Worte hatte ich gemeint, als ich sagte, hast du noch letzte Worte. Das ist der epische Umfang gewesen, den ich mir vorgestellt hatte. Danke dir auch dafür, fürs Abliefern. Hab einen richtig schönen Tag. Danke, das wünsche ich dir auch. Bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao.